Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte gleich vorweg sagen, der Name Lee ist britisch. Mein Vater war britischer Soldat in Niedersachsen. Und das Resultat bin ich. Ich beherrsche also britisch als meine zweite Muttersprache. Und wenn es um Europa geht, muss ich als Landwirt ganz klar sagen, Hubert, du hast sehr viel vorweggenommen, was ich eigentlich schon sagen wollte. Und das finde ich auch gut so, weil ich habe ja nicht viel Zeit. Aber ich bin Sprecher der Bauernprotestbewegung LSV, Bundessprecher seit 2 Jahren. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, war danach bei der Bundeswehr 8 Jahre Fallschirmjäger-Unteroffizier und Panzergrenadier-Unteroffizier. Habe danach mein Abitur nachgemacht und habe mich dann bei der Berliner Polizei für den gehobenen Dienst beworben und war dort bis 2010 Polizeibeamter in Berlin. Der Liebe wegen bin ich wieder aufs Land gezogen zu meiner jetzigen Frau. Wir haben zusammen 3 Kinder im Alter von 7, 9 und 11 Jahren, die alle garantiert ihr Geschlecht kennen. Und ich sage das bewusst, weil in diesem Land einiges schiefläuft. Das hat zwar vielleicht mit Europa nichts zu tun, aber Hubert, du sagst es auch immer wieder, das Leben auf dem Land ist ein anderes als in der Metropole. Unser Leben auf dem Land ist ein völlig anderes, als wenn ich Latte Macchiato schlürfend irgendwo in Berlin-Mitte rumsitze mit Jesus-Latschen und dort irgendwie gut, gerne sagen kann, wie wir zu leben haben und wie wir zu wirtschaften haben. Und ich sage bewusst, der ländliche Raum blutet massiv aus. Als ich in diesem Dorf, wo ich jetzt lebe, groß geworden bin, hatten wir 5 Kneipen, 2 Banken, 3 Bäcker, eine Tankstelle, einen Schreibwarenladen. Davon gibt es jetzt gar nichts mehr. Nicht mal mehr einen EC-Automaten. Und das ist nicht tragbar. Diese Politik, gerade was die Landwirtschaft angeht, und die Landwirtschaft stellt in Deutschland die meisten Arbeitsplätze, die allermeisten, vor der Autoindustrie. Und diese Politik wird hauptsächlich in Brüssel entschieden. Und dann wird hier in Deutschland nochmal einer oben drauf gesetzt. Sie können mir glauben, ich habe seit 3 Jahren mit Politik auf höchster Ebene zu tun. Und mit welchen Leuten ich da zu tun habe, das ist unfassbar. Und ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, die würden normalerweise keinen einzigen Posten, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil Kameras stehen hier, aber ich könnte mir glauben, die sind unqualifiziert. Diese Menschen, die dort sitzen, wie eine Özdemir, wir haben ihnen seit 2 Jahren, seitdem der im Amt ist, eingeladen, in Gespräche zu kommen, nichts dergleichen. NGOs bestimmen, was dort passiert. Und das können wir nicht zulassen. Stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und das ist keine Rede. Das ist hier keine Rede gegen Städter. Ich lebe am Weserradweg, das ist der schönste Radweg Deutschlands. Da kommen Touristen aus der Stadt, die lieben diesen ländlichen Raum. Und wir lassen uns den nicht kaputt machen. Wir lassen uns nicht sagen, wie wir zu leben haben, wie wir Landwirtschaft zu betreiben haben, wie wir dort zu arbeiten haben, wie wir zur Arbeit zu fahren haben, was wir zu essen haben. Überlegen Sie doch mal, 10 Gramm Fleisch am Tag. Das ist doch nicht mal normal. Wer kann denn sowas vorschlagen? Der ist doch völlig weltfremd. Wir haben eine Wertschöpfung. Klatschen Sie nicht so viel, klatschen Sie gleich nochmal, wenn Sie wollen. Wir haben eine Wertschöpfung auf dem ländlichen Raum, die muss erhalten bleiben, weil die stellt Arbeitsplätze, Steuern und sichert unseren Wohlstand. Währenddessen ist Herr Özdemir unterwegs in Brasilien und ich habe mit ihm vor 2 Monaten auf der Bühne gestanden. Er sagt selbst im ZDF, dort hungern 30 Millionen Menschen in Brasilien. 30. Was ist denn, wenn 50, 60 Millionen da hungern? Und er macht Abkommen dort, dass wir unser Essen hierher bekommen, tatsächlich, während wir hier alles abstellen. Das kann nicht gehen, das darf nicht sein, wir müssen das verhindern. Wir müssen, und deswegen freue ich mich, dass ich hier bei den Freien Wählern so mit offenen Armen empfangen wurde. Ich war jahrelang in der CDU und die CDU hat den ländlichen Raum, die Familie, alles, was wir hier wertschätzen und lieben, einfach aufgegeben. Und deswegen danke ich den Freien Wählern, dass ich die Möglichkeit habe, und ich gehe fest davon aus, dass ich mit meinen Vorrednern hier nach Brüssel gehen kann, um dort einmal richtig aufzuräumen und den gesunden Menschenverstand wieder nach Brüssel zu bringen und damit, dass wir hier in Deutschland auch vernünftig leben können. Vielen Dank.